So meine Freunde, hier ist wieder euer Obitotube mit einem weiteren Unboxing und Review von einer Anime-CD. Kam heute auch an, und zwar Pokémon 20. Anniversary Song Collection in zwei CDs, einmal eine Musik-CD, einmal eine DVD mit einigen Openings ohne Credits. Ich zeige euch hier mal den schönen Effekt von der Verpackung. Wenn ich die Folie runter mache, dann sieht man ihn vielleicht besser. Ist irgendwie so überall mit Regenbogen überzogen, also mit Regenbogenfolie. Wunderschön. Das ist übrigens das gleiche Cover wie damals vor fast 20 Jahren, als das erste Metase Pokémon Master rauskam. Und hier haben wir die zwei wunderschönen CDs im Pokéball-Stil. Schön. Auf der DVD sind einmal zwei Alola-Openings drauf. Einmal das mit Metase Pokémon Master 20th Anniversary Edition Song. Das kam eben zu der Zeit, wo der 20. Kinofilm von Pokémon im Kino lief. Und dann das normale Alola-Intro. Und dann noch das XYZ-Intro. Genau. Hier haben wir dann diese Beschreibungen mit den Liedtexten, was es ist und so weiter. Kann ich natürlich leider nicht lesen, aber es sind hübsche Bilder und anhand der Bilder kann man auch erkennen, was für ein Intro das sein kann. Hübsche kleine Sammlung. Hier auch nochmal Ash in seiner Alola-Region, wo er gerade unterwegs ist. Und hier unten haben wir dann Rika Matsumoto, das ist die Sängerin und gleichzeitig die Stimme von Ash. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal, packen wir das Ganze weg. Danke, dass ihr dabei wart, ich bin euer Obitotube und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!